Ja, grüß euch Gott miteinander hier bei mir im Atelier Hubert Jansson. Ich bin Holzbildhauermeister und lebe hier am Chiemsee und gebe Schnitzkurse, verkaufe ein bisschen Werkzeuge und Materialien, Holz- und Gipsmodelle. Ja, und heute habe ich was Besonderes vor mit euch. Heute probiere ich ein neues Konzept aus. Und zwar heute werden wir, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, einen Mund schnitzen. Und zwar habe ich ein Gipsmodell abgegossen habe vorher und das wollen wir in Holz quasi umsetzen, kopieren und ich versuche es so zu erklären, so zu machen, dass ihr es zu Hause auch nachschnitzen könnt. Also ich reduziere das runter. Also ich mache es nicht so, wie wenn ich das normalerweise machen würde, sondern ich mache es so, versuche es so zu erklären, so zu machen, dass ihr es zu Hause ebenfalls es kopieren könnt. Wie heißt es immer so schön, die Theorie steht der Praxis im Weg. Wollen wir auch gleich anfangen, folgt mir doch zu meiner Werkbank und schon geht's los. Ja, ich habe mir verschiedene Sachen vorbereitet, was wir alles dazu brauchen. Also, wir haben hier als erstes den Jansson Bildhauersatz, den achteiligen. Mit dem werden wir diesen Mund schnitzen. Schauen wir mal, ob wir damit auskommen. Vielleicht brauchen wir noch das ein oder andere Messer. Gut, dann habe ich hier dieses Modell. Kennt ihr aus den Videos von den vorherigen Videos? Das wollen wir kopieren. So, dann haben wir hier ein Stück Holz, mit dem wir das 1:1 kopieren. Dann natürlich Klüpfel, Bleistift und Meterstab. Und jetzt hier noch zu zeigen, ich habe hier einen Abtaster gebaut, in dem man einen Nagel justieren kann in der Tiefe. Und das ist so ein kleines Hilfsmittel, das könnt ihr euch auch bauen. Vielleicht habt ihr einen abgebrochenen Meterstab, könnt ihr dann das selber bauen, das ist ganz einfach. Aber den wollen wir hernehmen zum Abtasten von den Höhen, damit ihr ja immer wisst, welche Höhe das wir dann brauchen an bestimmten Punkten. Aber Näheres werde ich dann euch genau erklären. Fangen wir an und als erstes sehe ich hier zum Beispiel, dass das Holz viel höher ist als dieser Mund. Darum werden wir jetzt den Mund erstmal die Höhe ausmessen. Hier können wir mal rüberschauen. Da sind wir jetzt bei 10, höchste Stelle ist bei 10 cm. Das können wir jetzt hier übertragen. Aufzeichnen. Rundrum. 10 cm. Das ist ein guter Zentimeter, den wir jetzt erstmal von oben her abnehmen. Im Gesamten brauchen wir nicht mehr. Ist zu hoch. Ja, so, nehmen wir gleich mal den 39er her. 39er. Und zwar werde ich jetzt mit dem Schnitzmesser so rüber arbeiten, quer zum Holz. Die Baumwuchsrichtung ist so, von unten nach oben oder oben unten. Und quer fangen wir an zu arbeiten. Ganz systematisch. Schauen, dass die Ecken immer draußen bleiben, damit wir ein kontrolliertes Schnitzen haben.
arbeite nicht ganz durch, damit nichts wegbrechen kann. Wir werden dann den Rest von der anderen Seite her wegklopfen. Das ist die erste Ebene. Machen wir die zweite Ebene. So, jetzt kommen wir zur letzten Ebene und jetzt schauen wir schon mal, wo der Strich ist. Bleibe ungefähr einen Millimeter drüber über den Strich und gehen einmal. Rüber. Ja, also man sieht hier schon diesen parallelen Verlauf des Schnitzmessers, das mir auch so ein bisschen anzeigt, dass ich einigermaßen auf einem Niveau bin. Das heißt, wenn diese Linien nicht parallel verlaufen, sondern eher konisch zulaufen nach oben, das heißt, dann komme ich nach hinten, dann komme ich hinten nach oben, und wenn diese Linien konisch nach breiter werden, dann spüre ich, dass ich zu tief bin. Also schaue ich, dass die Linien eigentlich immer so ein bisschen parallel laufen, und das gibt mir so Sicherheit, dass ich eigentlich auf derselben Ebene bin. Jetzt mal von anderen, ich werde es ein bisschen drehen. Damit ich besser hinkomme, vielleicht, weiß nicht, ob ihr noch das sehen könnt, ich kann mir nur die Wand verrutschen. Ja. So, jetzt arbeite ich entgegen. Jawohl. Gut. So weit, so gut. Ich habe jetzt mal grob hier abgetragen den Rest. Diese Hügel, die können wir jetzt nehmen. Die 6,25er Messer, da können wir jetzt mal mit der Hand ein bisschen drüber rauschen und das Ganze ein bisschen glätten. Orientierung sind die Linien. Immer so ein bisschen auf die Linien schauen. Seitlich. Könnt es aber auch mit dem Hammer weghauen, wenn ihr wollt. Immer schön den Arm aufliegen lassen. Dann hat man eine gute Führung des Messers. Mach's mal mit dem Griffel. Könnt ihr auch so machen. Aber ich mach das mit der Hand, das macht mehr Spaß.
drehen wir es nochmal. So. Haben wir eigentlich hier schon eine schöne Ebene gewonnen, eine gute Ausgangsbasis, um verschiedene Linien und Übertragungen aufzeichnen zu können. Gut.